So, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play Loot Dungeons 2. Wie ihr seht, habe ich hier sozusagen die zweite Dämonenmission abgeschlossen. Ob später im Spiel noch eine kommt, weiß ich nicht. Aber wir machen jetzt deshalb mal mit dieser Horten-Mission hier weiter. Die Schlacht um die Elfenwälder. War das nicht der Erdnuss um die Elfenwälder? Ah, die Schlacht um die Elfenwälder war das hier. Wir müssen jetzt hier mit dieser Mission weitermachen. Eine blutrote Hochzeit. Es soll Blut geben auf dieser Hochzeit. Zur Hochzeit von Roberts Sohn Joffrey waren alle Adligen des Reiches der Allianz geladen. Sollten diese zusammen eine Armee bilden, würde dies sogar mit der Horde aufnehmen können. Selbstverständlich dachte das heimtückische Böse nicht daran, sich einfach so seinem Schicksal zu ergeben. Diese Adligen mussten ja zunächst anreisen, und auf so einer Reise konnten allerhand Unfälle passieren. Mehrere Wege führten aus den verschiedenen Teilen des Landes zur Burg. Das nachdenkliche Böse würde diese alle im Auge behalten müssen, um rechtzeitig gegen anrückende Adlige vorzugehen. Und vermutlich kommt der erste Adlige. Zwei äußerst kampfkräftige Kreaturen hatten sich dem ultimativen Bösen angeschlossen, doch gingen sie bei einem Erdrutsch im Untergrund verloren. Wahrscheinlich lebten sie noch, aber man würde nach ihnen graben müssen. Und natürlich ohne einen Hinweis, wo sich diese Typen aufhalten, ne? Guck mal, schau das an. Ich habe eine Goldadler gefunden. Okay, hier unten muss ich rein. Schau mal, ob hier irgendwas anspringt. Nein, das gibt's so nicht. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Eklig. Okay. Spinnen, schon klar. Nicht so. Oh, Ankunft in 6 Minuten. Na toll. Ich hasse erst, dass wir in diesem Spiel immer so ein Zeitlimit umgesetzt haben. Ganz in der Nähe befand sich ein kleines Dorf, in dem winzige Geschöpfe wohnten. Pixies. Diese waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Schon allein der Gedanke an diese Kreaturen sorgte für einen widerlichen Geschmack im Gurgelhals des gargamelischen Bösen. Diese herzensputzigen Geschöpfe von der Oberwelt zu tilgen, würde die Hochachtung der Kreaturen vor dem ultimativen Bösen in ungeahnte Höhen treiben und spieltechnisch gesprochen neue Forschungen freischalten. Dies könnte sich als essentiell erweisen. Also auf Deutsch vernichtet dieses gottverdammte Kaff. Das nächste Spinnennest, ne? Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Das ist der nächste Ort.
Schnodderlinge hatten eine der verschollenen Kreaturen entdeckt. Ein mächtiger Troll-Juggernaut, der mit einer absurden Anzahl an Lebenspunkten aufwartete und sich mit kräftigen Rundumschlägen zur Wehr setzte. Ja, ja, hör auf, vor der Kamera zu passieren, sonst geh endlich da rein. So, bevor jetzt hier die nächste Ankunft kommt, speichere ich mal ab, damit ich das Zeit habe, vorzuplanen. Nicht, dass ich es gleich von Anfang an vermassle. Juggernaut. Aber vorher muss ich noch dahinter putteln. Ah, der hier gar nichts. Geld hier selbst umschaffen. Die Schnodderlinge hatten eine der verschollenen Kreaturen ausgebuddelt. Ein mächtiger Ork-Eisenpelz, der dank seiner unglaublich harten Rüstung auf die kräftigsten Schläge mit einem Gähnen quittieren konnte. Mit Freuden kehrte er in die Armee des ultimativen Bösen zurück. In einer kleinen Wegenge waren Holzstämme aufgerichtet worden. Mit etwas Hilfe würden diese ins Rollen kommen und den Weg versperren. Ah. Hätte ich eigentlich gleich früher sagen können. Ist dann vermutlich das Loch hier. Ja. Zum Angriff, ihr Vandalen. Na, aber wo muss ich denn hin? Hinten rum ums Eck. Na toll. Natürlich, eine Minute Zeit noch. Aber zum Glück habe ich hier vorab gespeichert, sodass ich vorher schon weiß, wo ich hin muss. Oh mein Gott, ich hasse dieses Spielding so sehr. Spieldesign. Dieses Gebiet gehört mir, Leute. Hat sich vielleicht schon bis zu dir hin herumgesprochen, dass dieses Pixie-Dorf immer noch nicht zerstört ist? Das, was dir tolle Sachen freischalten würde und eigentlich ziemlich wichtig ist, um diese Karte siegreich abzuschließen. Ich wollte das nur mal kurz erwähnen. Komm schon. Oh, der erste Adelige reiste an. Ted Stark, der mit dem Winterfell und der Todessehnsucht. Er reiste gern ohne eine schlagkräftige Truppe in gefährliche Gebiete. Das gehässige Böse fing ihn ab, bevor er das Schloss erreichte. Ach, das ist der hier. Oh.
Kreaturen. Das gehässige Böse weiß nicht, was es tun soll. Das ist das Problem mit dem gehässigen Bösen. Mit einem lauten Rutsch löste sich das Holz und begrub die Straße unter sich. Diese Stelle des Weges war hiermit adeligen dicht. Tag ging zu Boden. Das war fast so leicht gewesen, wie einem Baby den Lolli zu klauen. Merkwürdigerweise löste sich nahezu sofort sein Kopf vom Oberkörper, aber das desinteressierte Böse zuckte darüber lediglich die Achseln. Geht zurück mit euch beiden Trotteln. Und eine Runde pennen, ihr zwei seid wichtiger, ich brauche euch noch. Nicht genügend Mana. Das hier Goblins, ach ja. Die gibt's hier auch noch. Also, die Straße hier ist schon mal dicht. Oh, wie ist der jetzt gestorben, ha? Huh? Lässt niemanden durch. Es ist Zahltag. Okay, auf jeden Fall schon nicht schlecht, dass das Ding jetzt zu ist. Wachstube, Produktionskammer, Kristallkammer. Ja, nicht etwas ausbauen kann nicht schaden. Ja, diesen Goblins brauche ich ja dennoch. Wollen wir verbessern. Aktionsräume. Nicht genügend Werkzeugkisten, okay. Sind die Dinger hergekommen? Okay, genug gepennt. Es gibt ein Pixie-Dorf zu vernichten. Aber erst nachdem ich vorsichtshalber wieder einmal gespeichert habe. Mein Ernst, was ist ein Spiel, wo der Schwierigkeitsgrad einfach nur durch die Zeit ansteigt? Das komplette Game dann noch schwerer wird. Okay, der Troll hier nimmt mal dieses Buch auf, um seine Rüstung zu verbessern. Nein! Das ist ein dämlicher Ork. Kruzifix. Okay, meine Einheiten sind definitiv nicht stark genug. Na
Na hier, seht euch das an. Dann braucht ihr da außen rumzugehen. Ich hoffe wirklich nur, dass mein Elite auch. In der Zwischenzeit hatten sich mehrere fleischfressende Pinguine auf dem Weg in den Dungeon des ultimativen Bösen gemacht. Sie würden allerdings auf keinen Fall vor dem Ende dieser Geschichte hier eintreffen. Ja. Natürlich 3 Orks dabei. Na, 4. Alle tot. Aber ich habe meine Elite-Krieger überlebt. Das Dixie-Dorf wurde durch die Horde in Schutt und Asche gelegt. Diese herzzerreißend böse Tat machte unter den Kreaturen des heimtückischen Bösen schnell die Runde. Beschwingt von solch amoralischer Glanztat begannen die Schnodderlinge Pläne für einen noch imposanteren Thronsaal zu erstellen. Natürlich 2000 Gold, Bösartigkeit 2000, okay. Ah, Metall. Benötigt eine Karschmiede mit Arbeitsgerät. Okay. Noch Räume verbessern brauche ich nicht. Einfach neue Räume erforschen. Ach komm schon! Wieder diese scheiß Arena erforschen. Die habe ich in den vergangenen 5 Level ebenfalls erforschen müssen. Mein Gott, ey. Was mit dem los? Ja, leg dir nicht hinten Pen, du Trottel. Und es gibt, so wie es aussieht, leider keinen Heilspruch. Hab ich hier Mana? Nicht genügend Gold, mei. Oh. Schau, schau. Hier ist ja stehen die Lehre in der Kasse des Overlords. Ein weiterer Adliger war auf dem Weg zur Hochzeit des neuen Königs. Waldo Frey, der für seine launigen Feiern bekannt war und dessen Gefolgschaft sich komplett aus dem eigenen Nachwuchs rekrutierte. Obwohl Waldo ein Meister der Unauffälligkeit war, würde das starrsinnige Böse ihn nicht zum Schloss durchdringen lassen.
Oh, mal schauen, wie viele Einheiten ich dieses Mal verliere. Ja. Ja, der scheint ja relativ schwach zu sein. Mühelos hatte das genau hinsehende Böse Waldo Frey entdeckt und vernichtet. Dieser hatte sich zum letzten Mal versteckt. Genau, ein Lager. War gar nicht schlecht, wieder ein Gebiet eingenommen. Hier hinten war auch noch was. Oh, das ist ein kleiner Fuchs. Okay, jetzt zurück mit euch. Ihr pennt mir jetzt so lange, bis ihr wieder top in Ordnung seid. Sind bei den Ochsen mir eigentlich egal. Ich kann jetzt trotzdem mal hier in der Nähe abwarten. Hier Räume, Arena. Um die Arena komme ich nicht drum rum. Oh, mein erster Ork, der verbessert werden muss. Okay, also wenn ich den auch wieder finden kann, sie wurden dann in dicke Stahlrüstung gesteckt. Namen Gargamel. Soll ich einen einzelnen Raum, wo ich so eine Schmiede reinstellen kann? Und dann einen Spinnenraum. Das passt. Vollkommen ausreichend. Verbessern. Definitiv den meinen Heilraum. Definitiv meinen Heilraum. Ankunft in 4 Minuten 30 Sekunden. Na, wie lange braucht ihr noch? Oh, ist ja bald soweit. Schütze mir einfach die Mutter mit Bezauberung machen kann. Sollte ich mir auch noch einen zulegen. Yeah.
sollt ihr es ja eigentlich schaffen, noch eine Einheit zu bauen. Schnotterling oder kein Schnotterling. Ich sag mal, ich hole mir noch eins, solange ich noch Gold brauche. Solange ich noch Gold brauche, brauche ich auch einen Schnotterling. Okay, Heilung 20 von nur 8, wie vorher. Auf jeden Fall eine Steigerung. In 2 Minuten sollte er schon gesund sein. Dann müsste ich hier noch einen Ork fertig haben. Ups. Na. Das war einer zu viel. Oh. Hey, wie werde ich einen Schnatterling los? Oh. So, hier und... Ah, okay. Er ist Geschichte. So, noch schnell abspeichern. Und nachdem die Zeit hier jetzt um ist, kann ich dieses Let's Play auch gleich beenden.